Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Grania 2 Anniversary Edition. Jetzt der Kampf gegen Mephis. Klingt nach Vertonung. Und geile Bilder im Hintergrund. Mephis, let's settle this! The time has finally come. You will pay for your deeds with your life. I'll escort you to your funeral. Let me give you a taste of this idol's incredible power. This sword is the ultimate power those village idiots believed in. The power of justice. What justice? True justice, true power is in the heart, not in something vile like you. Ryudo, are you sure? Really? I am no longer fooled by your appearance. You are not my brother. You are Valmar, not Mephis. Words are meaningless now. Dance with me, brother. Jo, jetzt kommt der Kampf. Ich weiß gar nicht mehr, ob das also vom Erwartungshalten ist es der geilste, aber das ist auch eigentlich fast der interessanteste, weil er am individuellsten ist. So, er ist halt, wie gesagt, zu den anderen ein auch relativ schneller Boss. Da müssen wir mal gucken, wie wir es denn machen. Wir setzen einfach mal schon mal die fette Attacke ein. Gucken einfach mal an, wie sie kann. Das müssen wir auch erstmal gucken. Leider ist ein Bosskampf. Okay, das sah komisch aus. Auch natürlich, sowas meine ich. Also, wenn ich drüber rede, dass Animationen zu lang dauern. Mein Gott. So eine krasse Attacke ist es dann halt auch wieder nicht. Leider. Obwohl der Übergang schon nicht schlecht gemacht ist. Obwohl, macht schon Damage. Ah ja, das eine, was er hier hat, ist nur sein Schwert, beziehungsweise sein... Wie heißt es hier? Sword, ja. Ne, Regenerator. Aber wir zerstören mal sein Schwert, wenn es geht. Also es ist... Auch wenn der Regenerator, glaube ich, das Sinnvollste wäre, theoretisch gesehen. Null. Vielleicht ist es wirklich so, wie ich denke, dass nur Magie dagegen hilft. Kein Nahkampfattacken, das wäre natürlich cool. Scheint ein kleiner Twist zu sein, so. Aber es sind so kleine Sachen, die machen die Bosskämpfe nie einfach cooler, besser, anders. Und der macht Damage, ne? Ich weiß nicht, was los ist. Gefühlt seit der letzten Aufnahmesession ist irgendwas passiert. Ich fand, dass wir das jetzt mit dem letzten Mal nicht so das Problem hatten. Und jetzt holt er seine Defense raus. Ja gut, darauf haben wir jetzt halt nicht geskillt, dass wir Defense und sowas verringern, ne? Das ist einfach so. Beast King Smash. Aber das scheint ja keine Effektivität. Das machen wir den Regenerator. Und er geht dann genauso auf den Regenerator. Ja, ich glaube, das ist das Sinnvollste. Der ist halt... Oh mein Gott. Das ist wirklich so ein Kampf, wo du wirklich einen zum Regenerieren eigentlich fast abstellen musst. Aber ich würde... Ja doch, dazu würde ich Tio, glaube ich, jetzt wirklich einfach abstellen. Elena, jetzt kannst du mal wirklich das hier einsetzen. Die Attacke habe ich halt echt stark in Erinnerung. Also... aber ich kann das jetzt nicht mehr einsetzen, ne? Das ist natürlich jetzt echt eine Schwächung. Da bleibt nur noch das hier eigentlich für Ryudo erstmal. Ah, wir haben Items, die wir benutzen könnten. Denk dran. Die, solange nicht Tio trifft. Also der Sound ist nicht gut, das muss ich sagen, wo ich das gerade höre. Ja, zurückgeworfen, aber nicht komplett raus für Elena. Der Sound ist nicht gut. Der klingt echt nicht gut abgemischt. Echt teilweise leise. Und manchen Sachen, das ändert nichts für uns. Nee, gut. Außer, dass Tio sich jetzt selbst healen muss, auf jeden Fall. Tio ist relativ fast. Hoffentlich auch schneller als das Schwert. Das ist eine starke Attacke, habe ich in Erinnerung gehabt. Die meine ich. Setzen wir jetzt, glaube ich, auch das erste Mal ein. Premiere, glaube ich, in Let's Play. Aber da hatten wir die schon mal. Ja, hat auf jeden Fall irgendwas 2800 Damage gemacht, glaube ich. Auf dich selbst. Ja. Ryudo kann nicht mal wirklich healen.
Bleibt wirklich nur Blocks, Magic Block. Ja, bleibt nur noch das hier eigentlich. Wir müssen auch hoffen, dass Elena jetzt nicht großartig getroffen wird, oder? Komm schon. Es war das Falsche. Ich dachte mir schon fast, denn muss es was sein? Chance of Breaking, das, ja. Das ist es, glaube ich. Fuck, wollte ich gerade sagen. Aber wir haben noch, ja, ist egal, wir haben auch noch Elixiere, um die wiederzubeleben. Ja, das war's, glaube ich. Ja. Das ist natürlich ein Problem, wenn ein Charakter stirbt, erstmal, weil du halt natürlich auch wieder eine Runde abstellen musst, damit der wiederbelebt wird. Und wir haben natürlich immer das Problem in der Runde, wo wir nicht angreifen, hat er die Chance, natürlich einerseits anzugreifen und sich selbst auch wieder zu regenerieren. Ne? Eigentlich dürfte Tio sowas gar nicht anmachen, sie ist ein Roboter. Naja. Achso, das gehört auch zu der Attacke. Ich dachte gerade, da sitzt noch einer in der Zeit, wo die eine noch läuft. Ja. Ach, nee, wir setzen das Item jetzt hier ein. Das da. Ja, das muss einfach. Tio kann jetzt heilen, aber ja, sie muss eigentlich schon was für sich. Ach, das ist natürlich jetzt blöd. Alles blöd, blöd. Ja, muss sie machen. Ach komm, weißt du was? Sie greift an. Ja. Ah, das war vielleicht blöd. Ich weiß nicht. Ich bin gerade. Ah. Ich bin nämlich überlegen, ob Elena jetzt nicht gleich einfach heilt. Weil die hat, glaube ich, den Healer. Oder was ist für Healer? Oh, wer hat den Healer? Und das ist wirklich Merrick? Oder habe ich es nicht geskillt? Früher hatte ich das immer geskillt, weil ich mir dachte, eine große Healing. Ja, der auch nicht. Ja, okay. Mal gucken. Ah, nee, das war blöd. Okay, Ryudo hat's auch nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht, was ich gemacht habe. Dann kann das nur Elena haben. Oder ich hab's nicht geskillt. Demon Horn Slash. Bringen das wieder alle um. Das ist wirklich nicht gut abgemischt. Und es attackiert Tio. Es attackiert alle, weil es einfach die Range von der ganzen Map hat. Jetzt ist natürlich das. Oh. Ja, doch, es hat Damage gemacht. Jetzt wäre natürlich auch Elena's. Nee, hatte ich auch nicht geskillt. Boah, das ist natürlich jetzt. Was kann ich machen? Das ist natürlich Range, aber es ist nur 200 HP, was kann ich natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Ach, Scroll of All hier, ne? Das heilt auch alle. Noch was? Das heilt auch alle. Noch was? Das heilt auch alle. Okay, ja gut dann. Kannst du mal canceln und zwar, ja, ihn ja. Ach so, ja gut, dann. Ja gut, solche Sachen, die behält ich ja bald mal. Aber ich habe wirklich immer wenig mit Items gearbeitet. Guck, sein Move ist jetzt geblockt, aber dann kann er ja angreifen mit Burnflame und alle. Aber er hat ja Fire up. Also Fire Attack macht ja mehr Damage. Ja. Sein Schwert müsste jetzt... Ah, jetzt sind natürlich alle hinten. Das ist natürlich immer eine blöde Situation. Ah, müssen wir jetzt mal schauen, was er jetzt... Wahrscheinlich ja. Dann werde ich einfach noch mit... Ah, vielleicht sogar Ryudo jetzt nochmal die Healing-Sache einsetzen, wenn er sowieso nicht angreifen kann. Obwohl sein... Hat schon einiges an Damage gemacht. Vielleicht nehme ich auch Tio. Ah ja, Tio, ja doch. Das hat schon ein bisschen Damage gemacht hier. Ich war schwer da noch 58 nur. Aber ich glaube, das macht kein Damage am Schwert. Das macht manchmal kein Damage. Ja, doch. Also, er hat ein Schwert getroppt. Das ist gut.
Tio kann jetzt das Item benutzen und benutzt einmal. Ja, benutzt ja auch nochmal 1000, ist ja eigentlich in Ordnung. Elena kann das natürlich nicht nochmal einsetzen und kann jetzt aber mal. Nehmen wir mal Dragon Zap, das klingt nach einer starken Attacke. Heilen wir nochmal. Wir müssen wirklich einen Charakter immer nur zum Heilen abstellen, das ist schon teilweise. Zumindest von dem Amount des Healings. Zu wenig, wenn man betrachtet, was eigentlich der Typ an Damage macht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das. Das dürfte eigentlich mega Damage machen. Mal schauen. Ja, doch, doch. Na, schon gut. Diggin. Defend 2, das ist natürlich ärgerlich. Bam, bam. 2000. Ja, sind. Ja, jetzt haben wir ihn eigentlich. Jetzt müssen wir auch nicht mehr zwingend jemanden zum Heilen immer abstellen. Na, sobald wir den Regenerator haben. Evil Horn Attack, die ist neu. Die klingt, das klingt nach einem fasten Finish. Okay, da habe ich mir was anderes runter vorgestellt. Ich dachte, er greift mit seinem Horn vorne an. That hurts. Ja, doch, bei Ryu den Block können wir beibehalten. Erstmal, den können wir abstellen, wenn wir den Regenerator hatten. Dann kann Tio einmal eine Runde aufhören zu heilen. Speedy, ja, gut. Oh. Das ist eigentlich schon. Eigentlich wäre auch mal interessant, nur ihn zu spielen. Weißt du, so einen kompletten. Wenn du so siehst, das Spiel aus seiner. Nur mit ihm, als einzelnen Charakter. Hätte auch schon was, finde ich. Ja, das war eine starke Attacke. Wie gesagt, ich finde, Elena ist fast schon der stärkste Charakter. Momentan, zumindest bei uns. Vielleicht kannst du noch sagen, Millennia, weil ihre Grundstats ein bisschen besser sind. Eventuell, weiß ich nicht. So, was kann sie jetzt machen? Hier kann hier Refresh. Ja. Da ist auch so eine Sache. Ja, doch, wenn man sich. Ich habe gefragt, wo man aufleveln sollte. Aber dann funktioniert es ja schneller, ne? Jetzt muss ich ja noch ein bisschen warten. Oh, jetzt sind wir. Ach, mir fällt gerade ein. Jetzt, wo sie geblockt ist und wir alle Damage bekommen haben, muss sie wieder heilen. Und. Zack, oh, jetzt ist gleich. Jetzt kann Merrick das schon gleich finishen. Den Regenerator. Außer er ist natürlich vorher dran, dann hätten wir vielleicht ein kleines Problem. Aber da hätte vielleicht ein kleiner Angriff gereicht, normaler. So. Runner, ja gut, okay. Das kann nun egal für uns sein. Weil ich glaube, das hört nämlich nur sein Move und sein Move ist nicht das unten auf der Leiste. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Jetzt ist natürlich da noch. Ah ja, 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 stimmt. Da bleibt sowieso nur das übrig. Das war's? Ja. Was droppt der? Oh. Ja, gut, 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 gut. Ah, gut. Ja, jetzt war's das halt auch. Natürlich hat er jetzt immer noch seinen aufgeskillten Scheiß da drin. Also seinen Angriff hoch und so ein Kram, aber. Das war's auch so. Das macht, glaube ich, gar nicht so viel mit Damage. Ah, jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Ja, benutze einfach mal. So, die haben wir auch schon, glaube ich, in der ersten Folge nicht mehr benutzt oder der zweiten. Ja, man sieht, das macht gar nicht so viel weniger Damage als die zu ihm, ne? Als Dragon Zap. Burn. Mal gucken, wie viel das macht. Ja, damit kriegen wir ihn jetzt klein. So, und wenn sein 10 Second Slash noch weg ist. Wobei ich gar nicht weiß, weil der halt so hohe Defense jetzt hat. Und ich habe das Gefühl, diese Dragon Zap Dinger, obwohl die halt theoretisch stärker sind, machen die gar nicht so viel. Ah, ich glaube, er ist zu langsam. Ja. Aber das trifft sowieso, glaube ich, alle. Was kann Ryudo platt machen? Ja. Oh. Das sind Sachen, damit rechnen wir dann halt auch einfach nicht mehr, ne? Ich hoffe, Merrick wird gecancelt. Oh nö, wir waren so gut. Und dann war ich da aus.
In der Weihnachtsbäckerei. Ja, nehmen wir den und nehmen direkt. Ist egal, wir nehmen, ist egal. Wir hatten mehr HP. Judo hat mehr HP. Achievement auf dem Weg. Oh nein! Oh nein. Ja, Achievement Weekend Bender oder so, ja. Eigentlich will ich nochmal alle Achievements bei Dingsbums holen. Fehlen noch einige. Ich weiß gar nicht mal, ob wir die noch kriegen könnten. Weiß ich nicht. So, ich hab jetzt dir das gemacht, damit du den da einsetzen kannst. Und zwar auf die. Oh, das höre ich immer gar nicht. Da achte ich vielleicht hat man die Chance auch eigentlich nur im Bosskampf, weil die länger gehen. Die speziellen Ausrufe der Charaktere im Kampf. America heilt sich selbst, er ist sogar schneller. Hä? Hä? Ich hatte das doch gerade auf sie eingesetzt. Er hat doch seitdem keine Attacke eingesetzt, oder bin ich jetzt? Burn Strike. Das ist sogar noch schneller als er, das ist gut. Das könnte ihn ein bisschen zurückwerfen. Das ist natürlich ein bisschen der Vorteil an Magieattacken oder halt Spezialattacken, die einen Cancel-Effekt drin haben, als einfach so mit der Cancel-Attacke anzugreifen. Weil man halt nicht hinlaufen muss, ne? Sodass, wenn man da auf dem Balken wirklich schneller ist als der andere, dann ist man halt einfach schneller. Wenn man ansonsten muss man halt noch hinlaufen, obwohl man schon am Angriff ist. Und dann halt seine Magieattacke in der Zeit noch starten. Ja, gut. Nächste Runde haben wir ihn. Tio wird jetzt wiederbelebt und. Könnte sein, dass er jetzt Merrick und Elena macht. Elena. Ich möchte immer Elena nennen, wegen Millennia und Elena. So, jetzt sind alle da unten von meinen Charakteren. Aber mit Glück ist Ryudo schneller und kann canceln. Ja, ist auf jeden Fall, aber. Ja, aber hat nicht viel gebracht. So vom Zurückwerfen meine ich. Tio ist fix in der. Ja, doch, das schafft Tio. Komm. Ja. Ja. Huppidi-bap-bap. Das war stark, finde ich. Gut. Das war ein geiler Kampf. Sowas macht dann halt auch Spaß, ne? Marken Valborg. Book of Swords. Gut an. You acquired a spellbook. Use it quickly, yeah. Die! Merrick, wait! Stay away, Ryudo. Ryudo, I gave in to Valmar. No, to my own greed. I'm nothing but a weak man. Smile for me, Ryudo. Malphus? You're back to normal. For what did I try to become strong? Just what have I been doing until now? Everything has been in vain. Er ist tot. Nein. Malphus, don't die. You're back to normal, right? Ryudo. I'm glad I got to see you again. My beloved brother, listen closely. The divine sword you are searching for is to the east along the granite cliffs. For saving me from this vile curse. Ryudo. Thank you. No! Malphus, don't die! Please! Please don't die! Malphus! Ryudo? Ryudo!
Oh nein. Oh nein, ich glaube, er tötet sie doch noch. Ah. Nein, doch nicht. Ah, das wäre ein Plot-Twist gewesen, ne? Wie sie direkt abgeht. Ich weiß auch noch gar nicht, was mit ihm ist. Ist er tot? Auch? Ich glaube, das war das Ende vom Spiel. It is troubling to take pleasure in the death of another, even in the death of one who has brought such madness to the world. Malthus, you are able to damn yourself no further. May your soul find rest. Perhaps now we might find rest as well. No, you don't see. Malthus is dead. But this doesn't change a thing, not a damn thing. We were never free from danger. We only felt that way because Malthus was here to protect us. We thought we were safe as long as he was here, but you see, we forgot how really to rely on ourselves. We gave up to the responsibility for our own lives. Sie alle traurig rein gucken. And when we lose, when we lost the one we depend on, we blamed all of our problems on him, Malthus. Yes, it was Yuru who ran away, but we have been running away every day since. Our lives have always been our responsibility, and now we must see this. But the legend of the idol was wrong, and it was really Wilma. What should we believe in? Fool, you haven't heard a word I've said. Can't you do anything without depending on something else? We must think for ourselves and make our own decisions. Only then we will be truly free. Ryudo is still frightening now. Ryudo has been tainted by the horns of Wilma, but the contamination will not stop with him. It will continue to spread. This is dangerous. It may be necessary to exterminate Ryudo now, before the darkness has the chance to grow. No, I will not allow this. Ryudo must not die. Why? You wanted to kill Malthus, why not Ryudo as well? The danger present is the same. Life to you, life must be honored. It alone burns brighter than a thousand suns through this eternal night. It alone is our hope. Malthus is, I hated for his despised life and thus wasted his own. There's no honor in a wasted life, for hope soon withers and dies. I do not understand. You will understand soon enough, Tio. Soon enough. Ja, gut, okay. Ja, jetzt wird's gleich zu Millennia und sie rettet ihn. Das ist jetzt mein Call. Ich weiß es nicht. Ryudo, wake up. Please. Ryudo. Even if we are able to remove the horns of Valmar from you, your soul will be destroyed forever. If you lose your soul, then everything I am doing, the whole world will become meaningless. How can I, a follower of Granus, pray to Valmar? No, to Millennia. If you can see into my soul, you will understand. Millennia? I have a favor to ask. Come out. Please, Millennia, I must talk with you. Oh mein Gott, sie ist wirklich da. Oh mein Gott. Idiot. Got himself possessed by the horns of Valmar. Well, I guess it's their fate as brothers. Please listen to me. Please understand how I feel. Please save Ryudo! I don't care what happens to me or what happens to my body! Listen, Miss Prissy. I am the wings of Valmar. My only desire is to devour the horns possessing Ryudo. Stop it, Millennia! Ryudo. Traveling with you was fun. Farewell.
can't do it. Oh mein Gott, sie hatte doch Moral. Ich hätte wirklich gedacht, dass sie es macht. Obwohl, nein, eigentlich nicht. Was geht hier für krasser Shit ab? Elena, listen to me. That is your cue to rescue Ryudo's soul. Understood? Millennia, what is this? Ryudo is fighting. This is our only chance. Go! Millennia, what should I... Don't be stupid. Call out to Ryudo. Quickly! Ryudo, where are you? Das ist alles sehr, sehr strange. Aber gut. Da haben wir ein bisschen Memories. Mhm. Die Folge ist schon sehr, sehr lang, aber wenn das immer noch so weitergeht, naja. Wow, Ryudo, you did pretty good. Yes, I'm Malphus' brother after all. I'm not gonna give up even though Malphus is probably going to get picked to be the idol guardian. Power rests in a pure heart. Yes. And without a pure heart, you can't have justice. But you need to be strong to be pure. So first you gotta be strong, and you gotta keep training or else you can't be pure. And then you can't fight for justice. Wait, Geta. Shang ranks yes, what isn't everything. Ach Gott, das ist jetzt in seinem Traum. You think so, but I didn't say it was everything. I just said that you need to be strong, cause Malphus is and he's cool. I got a good strength on cause those guys who talk about justice this and justice that. But can't do anything our courage really. Ach so, ja. It is so, for the world is filled with evil. Those who are weak may only speak of justice, but the powerful will deliver it. Wait, Malphus. Schöne Geräusche, immer wieder. Das ist jetzt aber Erinnerung. Naja, vielleicht sind die auch verdreht. Ja. Why? Why did you kill her? Rina was possessed by the idol, possessed by Wilma. How else can you defeat Wilma? Even you. No, I was trying to save. The only way to remove Wilma is to kill the host. How can you say that? Didn't you seek the power of Wilma? Ach so, yeah. Malphus, you saw the power of the horns and craved for that power. You hungered for it. Ryudo, that is no longer your brother. Don't be fooled. The horns are in control, not Malphus. Ja. Hat schon was so, ne? Oh my god, ooh, figured as much. Malphus and the entire village, they were looking for this along. To be powerful enough to defeat the inhuman, one must become like them. One must make a sacrifice. Yes, it was necessary that I be sacrificed, for Malphus became more than human, or perhaps less. No, I will not accept that. I agree with you, though. There must have been some other way.
For people to quietly submit to such sacrifice, to think it is necessary, they would be nothing more than slaves. Life is comfort, joy, love. All these things. But life is also pain. Without it, we do not hope. We do not dream, nor life. Live. Velma, do not think me a fool. Some things cannot be replaced nor mended. And upon my life, I would not let them fall. Whee! Jetzt kämpft er nochmal gegen Malphus. Why do you seek the divine sword, brother? If its power is only a means to an end, Malphus, or have you forgotten this all well? No, I seek to protect what you have done for a true power serve that does not enslave. Ich habe so ein behindertes Ding in meinem Blickfeld vom Mikrofon, deswegen kann ich nicht ganz richtig lesen. Das ist ein bisschen blöd. Damn it, Wilma. Again and again you deprive us of our hope. For this I call you evil, and I will take back what you have stolen. Yo! Yeo! Und zack, er hat unseren geilsten Gegner getötet. Phew! Ja, hat halt schon eine tiefere Bedeutung eigentlich, ne? Aber auch wieder sowas Kampf gegen Gut und Böse, ne? Wie es halt so ist. Beardo, you have released me from my suffering. Thank you for saving me. Er steht nicht in seinem Lichtkegel. As long as you resist temptation, the horns of Wilma will remain dormant within you. Wilma cannot be destroyed by any mortal power. Yes, you can only rely on the power of the divine. Ever was I desperate to possess the power to destroy evil, to destroy Wilma. But in doing so, I gave myself to the horns and buried away my soul. Man was not mean for such power. What use would have to be ever cautioned of power to be just in its use? This alone is important. Malphus. Ja. Tschüss. Ryodo, thank you. Das könnten schon fast die Credits so ungefähr vom Spiel sein, finde ich. Aber ich finde, daran merkt man schon, dass es jetzt doch aufs Ende zugeht. Ryodo, wake up. Lord Grannis, I know that I betrayed you and you relied on Wilma's power. But I do not care what happened to me. Only please save him. Only please. Ja. Aber das Mal an der Schulter ist schon geil eigentlich. Elena? Ryodo, you wake. Hey, listen. Ryodo, hey, what's with the tears? Millennia, you did it. Thank you. Huh? Oh, geil, schön schwarze Kasten. Ryodo, are you right? Fine, looks like I'm okay after all. But the horns are still in me. What happened? Elena, did you use something? Millennia used her powers. The power of Wilma is what saved your life. I was helpless. I could only watch. Millennia sealed the power of the horns inside of you. You will be fine as long as you do not succumb to the horns. You need to stay strong, Ryodo. Strange. I thought I heard your voice through, Elena. So you stayed as well? Of course, Ryodo. We are a family now. Applause. Malphus, that idol was not for the purpose we thought. It does take power to save people, but that power must be used in the right spirit and with a clean heart. This I began to see. We are the ones who ran from responsibility. We blamed Malphus for our own lack of will, a devilish trap of our own devising. It was we who tried to find escape, little realizing that we had built our own prison and our jailers were none but ourselves. Ryodo, I'm sorry, I was the coward, please forgive me. Strike me now if you wish. I as well sought escape from my burdens, I as well thought release in every place, but the place I should first have looked.
The world offers no comfort, no relief. Freedom is only in ourselves. I alone can face my past. I only can make my destiny. Ryudo, take this, a token of my promise to become a stronger person. Keep it with you. I swear upon it, no man will think of or act for me. Der wird bestimmt noch was bringen. Friend's necklace. When you return, you will see that I have kept my promise. Yeah, sure thing. Ryudo, I'm serious. Miss, now I see the truth in what you said. Idols will survive if people keep believing in them. No one can take them away. Let's head out. The Divine Sword lies to the east across the sea. So, das war's mit dieser XXL-Folge, scheinbar 35 Minuten. Tut mir leid, aber ist vielleicht so eine Special-Folge, war ja auch, ist, finde ich, mit so der geilste Part vor dem Abschluss eigentlich. Von der Story her. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.